Und warum werden wir dann müde? Warum ist das so? Weil wir einfach wahnsinnig viele Immunzellen aktivieren. Und neben den Nervenzellen brauchen unsere Immunzellen das meiste ATP. Das ist immer, wenn wir, ich glaube, in der Schule haben wir es auch mal gelernt, wir im Studium etwas intensiver, den Zellstoffzyklus, den Zitratzyklus uns anschauen. Und das ist, glaube ich, wie wir funktionieren, welche Mineralstoffe wir benötigen und was am Ende geliefert werden soll, nämlich Energie, dass wir Energie haben für den Tag, dass unsere Muskelkraft da ist, dass wir denken können etc. Es braucht alles ATP, so nennen wir das Adenosintriphosphat. Und wenn ich eine permanente Entzündung habe, ja, die durch diese Stoffe unterhalten wird, dann raubt es mir Energie, dann wäre ich schlapp und müde. Ja? Das ist das Problem von chronischen Entzündungen. Das klingt so brutal einleuchtend. Willkommen bei deinem Podcast für eine moderne und integrale Gesundheit. Entdecke Hintergründe und neue Zusammenhänge aus westlicher und traditioneller Medizin. Schön, dass du dabei bist. Und ich freue mich total heute auf das Gespräch, weil es um ein Thema geht, was mir selber am Herzen liegt. Und ich hätte mir wahrscheinlich viele Jahre von Leiden und Krankheit ersparen können, wenn ich die Fakten und die Kenntnisse schon eher gehabt hätte. Deswegen freue ich mich also total, heute die Fachzahnärztin und für Oralchirurgie, Spezialistin für biologische Zahnmedizin und Keramikimplantate und für Umweltzahnmedizin begrüßen zu dürfen. Also Frau Sabine Hutfilz, vielen, vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch. Wir haben uns ja schon ein bisschen kennengelernt über diesen Weg und es ist mir ein Bedürfnis, darüber sprechen zu dürfen, dass wir einfach dieses großartige Tool und woran wahnsinnig viel hängt, in die Welt tragen, ja, und dass jeder auch sensibilisiert wird. Ja. Absolut, ja. Also es ist mir wirklich wie so ein Damoklesschwert, hängt das immer über mir, dass ich mir sage, hätte ich einfach vor 10 Jahren schon was gelesen davon, dass es das gibt. Also ich habe mich ja jahrelang mit Beschwerden rumgetragen, wo ich keine Ahnung hatte, woher die jetzt kommen. Und das finde ich eigentlich das Spektakulärste an der ganzen Sache, dass wahrscheinlich wahnsinnig viele Menschen da draußen rumlaufen gerade und keine Idee haben, warum sie diese Beschwerden haben, nur merken, ich möchte irgendwas dagegen tun. Und das war für mich eben dieses Kernthema, wo ich sage, man muss das in die Welt tragen, es muss einfach kommuniziert sein, was es da noch für Einflussgrößen gibt, dass ein Bandscheibenvorfall entstehen kann oder dass Arthrosen oder chronisch entzündliche Prozesse zum Tragen kommen, ne? Oder Autoimmunreaktionen, wo ja schulmedizinisch immer mit den klassischen Mitteln drauf geschossen wird und wir aber merken, irgendwie ist das nicht der Weisheit letzter Schluss. Das macht zwar irgendwas besser, es macht vielleicht Symptome geringer, aber ich glaube, ganz, ganz viele spüren da draußen, das ist eigentlich nichts Ursächliches, was wirklich dauerhafte Linderung bringt. Und von daher schon aus Eigeninteresse ist es total toll, dass wir heute diese Zeit miteinander haben. Schön. Ja, super. Deswegen würde ich vielleicht gleich mal die erste Frage in den Ring werfen, für alle, die sich noch nicht so damit beschäftigt hat, was man jetzt überhaupt unter biologischer Zahnmedizin verstehen kann. Das klingt ja total toll, ne? Biologische Zahnmedizin, Umweltzahnmedizin, also was ist so der Dunstkreis, der sich dahinter verbirgt? Ja, also biologische Zahnmedizin befasst sich genau mit diesen Themen, die Sie kurz angerissen haben. Das heißt, wir gehen auf die Suche, wenn chronisch kranke Patienten kommen, aber auch gesunde, dass wir das hinterfragen. Wir rekonstruieren also nicht einfach mit dem Material, was gerade in der Schublade ist, sondern wir fragen diesen Patienten, verträgst du das? Und das in erster Linie über Immunologie, das ist hochgradige Medizin. Ja, wir beseitigen Faktoren, die einen Einfluss haben auf die Gesundheit. Denn gerade das Thema chronische Erkrankungen, skeletale Befindlichkeiten, Autoimmunerkrankungen haben ihre Ursache. Und diese Ursache ist ein kleinster gemeinsamer Nenner, das ist die Unterhaltung einer chronischen Entzündung. Und jetzt kommt die Zahnmedizin ins Spiel. Circa 70% aller Dinge, die wir Zahnärzte in den Mund einbringen, und da stehen wir vor den Orthopäden an der Vielfältigkeit der Materialien, an den verschiedenen Wurzelfüllmaterialien, an verschiedenen Kunststoffen, verschiedenen Metallen, die zwar die Rekonstruktion und die Kauffunktion ermöglichen, aber die sind in den meisten Fällen ursächlich für eine fortgeführte Entzündungsreaktion. Das heißt, das ist die Causa, die Ursache,
Aber das Symptom äußert sich gänzlich woanders, sodass der Patient gar keinen Schmerz am Zahn hat, ja, in den seltenen Fällen, sondern er sagt, oh, meine Schulter, irgendwie ist es nicht so richtig, ich kriege sie gar nicht mehr so gehoben. Und dann beginnt der klassische Weg über den Orthopäden oder Physiotherapeuten, Orthopäden, es wird alles ausgeschlossen. Und wenn man also eine permanente Entzündungsreaktion an einem anderen Ort hat, ja, dann kommt man nicht sofort auf die Zähne. Und das ist auch diese Begrifflichkeit der Störfelduntersuchung, die ist schon ewig. Das kommt, das ist kein Hype, das ist nichts Modernes und ist auch nicht unwissenschaftlich, sondern es kommt aus der Medizin heraus, dass man weiß, aha, es gibt woanders eine Ursache, die für dieses Symptom ursächlich ist, ja. Und damit befasst sich biologische Zahnmedizin. Also wir rekonstruieren die Dinge, schauen wie die Nadel im Heuhaufen, gibt es also pathogene Faktoren im Mund, sei es das Material, sei es eine Kieferentzündung, die natürlich auch mit permanent dazu beiträgt, dass eine Entzündungsreaktion im Körper unterhalten wird. Oder sind es einfach verlagerte Zähne, sind es Fehlbissstellungen, sind es ja Fehlhaltungen, Statikprobleme, die durch ein CMD, das heißt eine Kiefergelenksymptomatik, mit ausgesprochen werden. Und das beseitigen wir und erreichen damit erst die Möglichkeit, dass der Patient in die Regulationsfähigkeit kommt, sodass Co-Therapeuten, Physiotherapeut, Orthopäde, Arzt erstmal die Chance hat, die verloren gegangene Regulation wieder am Leben zu halten. Mhm. Also das fand ich ja für mich das Spektakuläre, das ist eigentlich meine Hauptbeschwerde, also überhaupt nichts mit dem Zahn zu tun hat. Ich habe gemerkt, ich habe meine Amalgamfüllung entfernen lassen. Damit ging eigentlich alles los. Ja. Das ging natürlich auch nicht spontan irgendwie vonstatten, dass ich gesagt hätte, gleich am nächsten Tag ist da irgendwas explodiert. Und ich habe so 2 Wochen später, ich sitze so beim Abendessen und auf einmal, bumm, knallen mir da irgendwelche Bläschen aus den Fingern. Ja? Also es gab erstmal eine chemische Reaktion, wo ich dachte, was hast du denn jetzt? Eine allergische Reaktion? Habe ich irgendwas Falsches gegessen? Und dann fing an, dass meine Haut wund wurde, ich so offene Stellen bekam wie bei einer Neurodermitis und überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass es vielleicht mit dieser Zahngeschichte zusammenhängen könnte. Und habe dann praktisch erstmal einen Suchprozess über Jahre gehabt, bis so diese Idee kam, Mensch, zeitlich war das eigentlich das Einzige, was gelaufen ist. Und auch der wurzelbehandelte Zahn ist kurz vorher gemacht worden. Also da kamen praktisch so viele Faktoren parallel zusammen. Aber es ist natürlich wie bei jeder Impfung, ne, es ist immer total schwer nachzuvollziehen, kommt es eben wirklich davon oder jetzt auch mit dem Zahn, mit dem Eintrag von Amalgam, wo ich dann später gerne noch mit Ihnen sprechen würde, ja, wo ich mir praktisch erstmal eine Vergiftung in mein System geballert habe, die ersten 2 Wochen überhaupt nicht wahrnehmen konnte. Ne, und dann kam chronische Gelenkentzündung, ich habe mich immer platt gefühlt, so pauschal erschöpft, die Leber war völlig überlastet. Und ich bin also zu Hinz und Kunz gefahren, um irgendwie diese Müdigkeit, diese Schlappheit in den Griff zu bekommen. Und erst, ja, 8 Jahre später kam das erste Mal diese Idee, ich könnte das eigentlich was mit dem Zahn damals zu tun gehabt haben, als ich dann mal notiert habe, was war dann eigentlich noch alles in dieser Zeit. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, gerade auch für die Zuschauer, die gerade zusehen, so mit chronischen Beschwerden, therapieresistenten Beschwerden. Also nicht nur so kurz zu schauen, immer, das habe ich jetzt gerade und das mag ich im Moment symptomatisch lösen, sondern auch sich die Mühe nochmal zu machen, runterzubrechen, vielleicht auch zu Hause schon sich eine Liste zu machen. Wann ist denn eigentlich was gelaufen? Wann gingen denn die Beschwerden los bei mir? Ne? Was ist dort vielleicht auch zahnmedizinisch noch in den zeitlichen Einklang zu bringen? Ja, das ist genau der Punkt, dass man selbst die Rekonstruktion, die sind ja nicht mangelhaft. Ja, also ja. Da gibt es unschöne Wurzelkanalbehandlungen, die nach nicht konform sind, sondern selbst bei einer super toll gelegten endodontischen Wurzelkanalbehandlung durch einen Endodontologen, der das mit einem Mikroskop macht und den Kanal in den Autobahn sieht, gibt es keine Bakterienfreiheit. Ja? Er kann es nicht bakteriendicht und steril abfüllen. Und auch Zahnrekonstruktionen, ob es eben das Material des Amalgam oder Gold, da kann man ja jetzt nicht sagen, die sind mit Randspalten oder sie sind insuffizient, sondern das sind einfach Dinge, entzündungsreaktionsauslösende Materialien, die dann über 24/7, das ist also permanente Einflutung auf den Organismus, und der Patient es eben wirklich erstmal gar nicht merkt, sondern dieser Einfluss stattfindet und irgendwann, wenn eine Entzündung ist, ist gleichzusetzen auch mit einer Stressreaktion. Ja?
dass dann diese Entzündung überhand nimmt und er durch die Verschiebung seiner bisherigen Regulationsfähigkeit ein Symptom entwickeln kann. Ja, und dort muss man genau ansetzen. Und das ist, denke ich, jetzt nicht ein Thema von Ganzheitlichkeit, sondern wir können es ziemlich klar beweisen. Ja, man kann also über verschiedene Bluttests nachvollziehen, dass man sagt, du hast schon eine systemische Belastung. Ja, du hast eine systemische Entzündungsreaktion auf zum Beispiel Titan. Ja, es wird ja heute leider immer noch falsch auch von Professoren gesagt, dass es eine Allergie ist. Es gibt keine Allergie auf ein Titanoxid, ja, auf ein Titanimplantat zum Beispiel. Aber der Werkstoff selber macht eine Entzündungsreaktion. Und diese Entzündungsreaktion läuft über Zytokinausschüttung, ja, das sind Entzündungsmediatoren, über diesen 24-7-Mechanismus, lockt verschiedene Zellen an und irgendwann sehen wir dann einen Knochenabbau und wundern uns, warum 80% aller Titanimplantate nach 5 Jahren einen kristallen Knochenabbau aufweisen. Keiner geht auf die Ursache, keiner schaut sich das Material an. Aber dadurch, dass wir ja nicht hermetisch, der Kopf ist nicht vom Rest des Körpers abgetrennt. Ja? Also alles geht über das Blut- und Lymphsystem und daher können wir ziemlich klar durch immunologische Testungen nachweisen, dass das Gold, dass das Titan, dass das Wurzelfüllmaterial möglicherweise bei verschiedenen Patienten Dinge auslöst und damit die Entzündung Öl ins Feuer sozusagen gießt und das Ganze mit begleitet. Und dann muss man genau dort ansetzen. Habe ich das richtig im Kopf, dass Sie sagten, es gibt da 30.000 Wurzelkanälchen in diesem Zahn? Ja, jetzt muss man... Auf einwurzige Zähne trifft das zu, das ist richtig. Also es ist eine Vielzahl. Was können wir Zahnärzte denn erreichen mit einer Wurzelkanalbehandlung? Wir freuen uns, wenn wir Hauptkanäle füllen. Ja, und wenn wir die super bis runter 21, 22 Millimeter füllen. Und ein einwurziger Zahn hat ungefähr 30.000 Seitenkanälchen. Ein mehrwurziger ungefähr bis 50.000 Seitenkanälchen. Das klingt erstmal extrem viel. Und jetzt hat sich ein schlauer Mensch da mal Mühe gemacht, hat gesagt, wie viel Wegstrecke muss ich denn da laufen? Ja. Und das ist 1 Kilometer Wegstrecke bis 5 Kilometer Wegstrecke, was wir niemals desinfizieren können, was wir niemals abdichten können. Sonst würden ja die Zähne wie ein kleiner Baum abgefüllt sein und aussehen. Das kriegen wir nicht hin. Ja. Und dort sitzen natürlich organische Bestandteile, die weiterhin durch Bakterien zersetzt werden und über das Blut- und Lymphsystem bestimmte wirklich auch pathogene, krebserregende Toxine auslösen, wie Mercaptane, Thioether. Das sind also Schwefelverbindungen, die hochtoxisch sind und die laufen dann. Ja, also die sind praktisch, werden übergeben, ja, und machen richtig Stress im System. Ja. Und es gibt praktisch, also das klingt jetzt auch für mich als Laie, wenn ich mir das einfach nur so vorstelle, diesen Zahn ist es also unmöglich, egal welche Technik ich nehme, jemals alle Kanälchen da abzudichten. Also dieser Prozess läuft quasi immer bei jedem wurzelbehandelten Zahn, egal wie technisch gut das gemacht ist. Ja. Also selbst die verschiedenen Maßnahmen, ob sie mit Laser hineingehen oder einer Depopharese, sie werden nie eine sterile Wurzel bekommen. Ja, das ist also nicht vorhersagbar. Und dann haben wir natürlich den anderen Faktor. Natürlich gibt es Patienten, die darauf noch gar keinen Nachweis haben. Ja, wenn wir uns das Blut anschauen, dann heißt das nicht, dass das nicht stattfindet. Das findet statt, aber er kann es regulieren. Sein Immunsystem hält diese vor Ort stattfindende Entzündungsreaktion, hält es einfach in Schach. Aber sie läuft. Ja. Und wir wissen ja, dass Krankheiten nicht aus heiterem Himmel herunterfallen, sondern sie sind eine Summation von verschiedenen Bereichen. Und dann braucht nur ein Tool dazukommen, wo das Fass überläuft, ja, und wo wir dann eben in die Regulationsstarre oder nicht mehr Regulationsfähigkeit von unserem Immunsystem gelangen. Und dann entstehen Krankheiten. Ja, Paracelsus hat es schon gesagt, es ist ein Wiederverhalten der Natur. Und die Natur hat uns auch nicht gesagt, dass wir bestimmte tote Areale in unserem Körper lassen. Ja? Auch ein Handchirurg würde eine tote Fingerkuppe nicht wieder annehmen, weil sie nicht durchblutet wird, ja, weil sie eben die Pathogene dann mit und bis hin zur Sepsis führen könnte. Ja?
Und wir wiegen uns ein bisschen als Zahnärzte in Sicherheit, wenn wir eben einen Hauptkanal füllen. Mhm. Was wäre demnach die Alternative? Also gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dann so einen Zahn, den man nach traditioneller Art Wurzel behandelt hätte, den dennoch zu retten? Oder ist eigentlich die Empfehlung da immer, so einen Zahn zu entfernen und für Ersatz zu sorgen? Ja, also das wäre die Empfehlung aus biologischer Sicht, dass wir sagen, also tote Zähne haben, sind Stressoren. Mhm. Es ist eine Frage der Zeit, bis das Ganze kippt, ja, bis wir out of the regulation sind. Und so wäre es immer anzuraten, dass der Patient, bevor er eben eine aufwendige Wurzelkanalbehandlung durchführen lässt, zumindest sich testen lässt, ja, ob er schon Stress im System hat oder auch das Füllmaterial nicht verträgt. Und wenn dem so ist, kann der Extraktion nur der Vorrang, also die Beseitigung des Zahnes, der Vorrang gegeben werden, bevor man eine Wurzelkanalbehandlung macht. Das ist korrekt. Ja. Was ja aktuell nicht State of the Art ist, weil wenn ich höre, wie viele Zähne noch wurzelbehandelt werden, dann ist ja eher gängige Praxis immer mit diesem Glauben, wir lassen den originalen Zahn drin, wir wollen noch so viel wie möglich Originalmaterial im Körper belassen, aber im Sinne dieser, ich lasse da eigentlich eine Leiche drin, also ich glaube, diese Fingerkuppe beschreibt das ganz gut, diese abgestorbene Fingerkuppe, da kommt so bei jedem dieses, Achtung, hey, das mag ich eigentlich nicht mehr an mir haben. Ja. Das ist richtig, es werden, glaube ich, über 8 Millionen endodontische Behandlungen in Deutschland durchgeführt. Ja, es ist regulationskonform, wie wir eben Zähne behandeln sollen und dürfen. Aber der Ansatz ist wirklich falsch. Ja? Und der Ansatz, deswegen ist es so wichtig, dass wir eine gewisse Beweislast auch haben. Ja? Sei es eben der tote Zahn oder das Material, dass wir, bevor wir was tun, auch für die Humanmedizin trifft das zu, bevor sie also eine Medikation verordnet, sollte man, und die Test gibt es, bestimmte Dinge testen, ob sie bei dem Meyer, Müller und Lieschen sozusagen auch greifen. Ja? Das heißt, ob verschiedene Patienten überhaupt eine Regulation damit erreichen können. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist schade, weil es hochgradige medizinische Untersuchungen sind, dass das nicht Einzug in die Lehre hält. Ja? Mhm. Es muss eigentlich ein Paradigmenwechsel in der Medizin stattfinden, damit wir genau nur noch diese Dinge auch berücksichtigen, damit wir keinen Schaden anrichten. Wir haben alle einen hippokratischen Eid und der besagt, Krankheiten vermeiden. Wir meinen und wägen uns in Sicherheit, ja, dass wir das erreichen mit unseren Tools, und mit Akutmedizin ist das definitiv der Fall. Aber wir sehen ja auch, dass gerade chronische Erkrankungen immer weiter voranschreiten. Ja, das ist exponentiell steigend. Und wir haben keine Tools, wie wir diese Gruppe, sag ich mal, adäquat behandeln können. Mhm. Ja. Und gerade die chronischen Erkrankungen, wie ich eingangs sagte, ist das Thema das Unterhalten einer chronischen Entzündungsreaktion. Ja. Wenn wir so Hand aufs Herz legen und Sie sagen, Sie müssen jetzt bei sich oder für Ihre Familienmitglieder eine Entscheidung treffen. Was wäre demzufolge die erste Wahl, wo Sie sagen, hey, ich merke es, der Zahn ist unrettbar. Also klassisch wäre jetzt sozusagen der Weg der Wurzelbehandlung. Aber wo würde die Reise dann heute hingehen? Also was wäre der moderne Weg, sozusagen das neue Narrativ, was ich da auch durchsetzen sollte? Ja. Also das, was ich in meiner Praxis durchführe, ist grundsätzlich, was ich nur für mich und für meine Familie und sagen wir, wo ich weiß, hier möchte ich nur das Beste erreichen. Es gibt für mich auch keine Unterscheidung. Ja? Mhm. Dass ich sage, für den Patienten mache ich das eine und dann das andere. Es gibt ja verschiedene Tools bei uns, gerade in den zahnärztlichen Therapien, dass wir sagen, hier können wir noch das machen und hier machen wir das. Also für mich und für meine Familie möchte ich keinen toten Zahn. Ich möchte keine Kieferentzündung haben. Ja? Ich möchte auch keine Metalle haben, weil ich weiß, dass alles diese Dinge, die Entzündungen auslösen können. Nehmen wir zum Beispiel ein Metall. Das ist alles rekonstruiert, der Zahn. Die Kauffunktion ist wiederhergestellt, aber dann hört es nicht auf. Es ist meistens eine Legierung, die besteht aus verschiedenen Metallen. Da gehen Ionen, die wir herunterschlucken. Ja, und diese Ionen können an der Darminnenwand eine Zellreaktion hervorrufen im Sinne einer Entzündungsauslösung. Mhm. Irgendwann ist die Entzündung an der Darminnenwand so groß, dass wir Durchlässe haben. Das heißt, je mehr Pathogene dann wir herunterschlucken, gehen wir ungehindert in die Blutbahn über. Ja?
und machen dann eine Aktivierung im Immunsystem. Und dann haben wir ein permanentes aktiviertes Immunsystem, was eigentlich ganz andere Aufgaben hat. Ja, was die Aufgabe hat, wenn da mal ein Grippevirus kommt oder irgendetwas anderes, dann soll das wegentzündet werden. Dann sind wir mal kurz krank und dann sind wir aber wieder stabil. Aber wir triggern auf verschiedenen Ebenen dann unser Immunsystem. Und irgendwann schafft es das nicht mehr. Also wir halten uns sozusagen künstlich immer diesen Schwelbrand am Laufen. Ist es. Dass wir auf die Akutreaktionen oder Akutereignisse gar nicht reagieren können. Ja. Korrekt. Gigantisch. Ist es jetzt zu erwarten, dass in den nächsten Jahren dann Umdenken kommt? Also ist das an den Unis schon, wird es kommuniziert oder wird sozusagen da noch die alte Lehrmeinung vertreten, wie das vor 10, 20, 50 Jahren der Fall war? Also ist, kann man sozusagen Hoffnung haben, dass man sagt, wenn ich jetzt noch 30 Jahre durchhalte, wird das irgendwann der Standard? Ist es auf diesem Weg? Also ich hoffe ja auch. Also Stand jetzt ist es mir nicht bekannt, dass es in die Lehre Einzug gehalten hat. Ja? Ich glaube, wir Umweltzahnärzte sind zusätzlich diejenigen, die sehr viel in Diagnostik investieren mit unseren Patienten, damit wir das nach außen tragen können. Es fehlen jetzt die Studien, aber so langsam kommen sie. Ja, und der ein oder andere universitäre Professor ist auch dafür offen, aber es geht sehr zögerlich vorwärts, ja, und es braucht da, glaube ich, noch eine gewisse Zeit, ja, und ich hoffe, dass ich das erlebe in meinem Berufsleben, ja, dass wir wirklich diese Lehre dann auch haben, damit wir Patienten wirklich helfen können und damit wir diese Krankheitsbilder auch behandeln können, nicht Symptomen behandeln, weil das können wir, aber das ist nicht Mittel und Zweck, sondern dass wir eine Ursachenbehandlung haben. Mhm. Sofern es gewünscht ist. Ja, zumal wir aber merken, dass auch dieser Leidensdruck in der Bevölkerung immer höher wird, also immer mehr Leute mit chronisch rezidivierenden Beschwerden konfrontiert sind. Eigentlich in der Größenordnung, wie wir das noch nie vorher in unserer Menschheitsgeschichte hatten. Ja, das ist das, ja. Da häufig so als großes Fragezeichen dasteht, woran könnte das jetzt liegen? Und dann ist es für mich natürlich immer alarmierend, wenn ich dann sehe, es gibt eigentlich schon eindeutige Erklärungsmöglichkeiten, auch in meinem Tätigkeitsbereich, sonst den ich jetzt klassisch orthopädisch und chirurgisch verfolge. Und man merkt, es gibt diese Ansätze, aber es findet einfach noch keinen Einzug, diese Lehrmeinung. Wir hatten am Anfang schon kurz die Problematik angesprochen. Also ich gebe ja selber seit über 10 Jahren Kurse jetzt für Ärzte, Therapeuten, merke aber, dass die Umsetzung einfach so schwächelt. Ne? Das ist das, was mich selber immer nervt, wenn ich sage, ich stehe da ein ganzes Wochenende jetzt vor 30 Chirurgen, halte dann Vortrag, die sind alle Feuer und Flamme und sagen so, ey, Stefan, abgefahren, was da alles geht. Und dann treffe ich die eben nach einem halben Jahr wieder und frage, hast du es in deiner Praxis gemacht? Testest du die Leute so aus? Benutzt du diese Untersuchungsmöglichkeiten, die wir da besprochen haben? Und dann kommt so ein, passt irgendwie nicht rein in mein Abrechnungssystem und die Schwestern haben eigentlich kein Handling damit und ich bin eigentlich wieder beim Alten gelandet. Ja, das ist was, wo ich auch merke, dass der Patient auch immer stärker in die Verantwortung kommt, weil wenn ich einfach nur hoffe, dass da eine fremde Instanz Verantwortung für meine Gesundheit übernimmt, bin ich auf verlorenen Posten. Ja, es ist definitiv ein Weg und natürlich braucht man erstmal das Wissen und ich weiß, wie selber meine Entwicklung war. Also ich komme ja aus 7-jähriger Kliniktätigkeit, ja, absolut schulmedizinisch geprägt, habe dann irgendwann den Schritt in die Selbstständigkeit nicht gewagt, sondern sehr bewusst auch gewählt und hatte das, glaube ich, ganz gut hier integriert und habe mich aber hinterfragt, was ich tue. Also das Erste liegt natürlich immer bei einem selber, ja, dass man sagt, Mensch, und damals habe ich eben einen wurzelkanalbehandelten Zahn resiziert. Das ist, wenn er eine Entzündung hat, ist das heute Standard. Dann nimmt man die Entzündung heraus, kappt die Wurzelspitze und habe mich gewundert, Mensch, den hast du doch vor 5 Jahren operiert. Warum kommt der wieder? Denn du hast es voll gemacht. Ja. Und gleichzeitig ist es immer Eigenerfahrung. Hatte ich die Gelegenheit, immer mal früh morgens, bevor ich in die Praxis bin, noch mich ein bisschen mehr sportlich zu betätigen, als was ich jetzt vielleicht tue. Und auf einmal zog es in meinem Knie und dann dachte ich, das gibt's doch nicht, jetzt hast du dich nicht gut erwärmt und was ist denn hier los? Und bin sehr schulmedizinisch zur Physiotherapie und ich wusste als Arzt, ja, was ich habe, ich habe mich gezerrt. Und dann fing sie an, kinesiologisch zu testen. Und das war so der Türöffner für mich, wo ich sage, was ist das denn jetzt für ein Tool als allererstes? Und dann wollte ich es genauer wissen und habe dort sehr lange auch Zeit investiert, habe aber auch gesehen,
was nützt es mir? Wie kann ich es in die Praxis bringen? Und es war immer wichtig, es waren so Kurse, Freitag bis Sonntag, dass ich das sofort auch umsetze. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil es erschüttert einen, wenn man was anderes hört, wenn man komplett von der Linie auf einmal anderes Input bekommt. Und wenn man das nicht weiter hinterfragt, wenn man nicht weiter dran bleibt, gerät es in Vergessenheit, weil wir in unseren Strukturen so festgehangen sind. Ja? Also das ist das Erste, was man sagt, man muss ins Handeln kommen, ja, dass man es umsetzt. Und dann wollte ich natürlich mehr wissen. Also die Kinesiologie alleine hat mir nicht gereicht, auch weil ich das nicht transportieren kann gegenüber Kollegen, dass ich sage, Mensch, der Indikatormuskel hat inhibiert, wenn ich auf den Zahn gehe und der hat da eine Wurzelkanalbehandlung, dann sagen die alle, das weiß ich gar nicht, interessiert mich nicht. Ja. Ja. Das ist alles so strange, was sie mir erzählen. Und dann wollte ich es beweisen. Und so kam für mich der nächste Schritt, dass ich selber auch ein bisschen medizinischeren Fokus haben wollte. Und bin dann eben über die Ausbildung zur Umweltzahnärztin, wo wir eben die ganze Immunologie auch gelehrt bekommen haben, hatte ich ein Tool in der Hand, wo ich sage, ja, bei diesem Patienten haben wir weislich eine nachgewiesene Entzündungsreaktion auf dieses Material und auf diesen Zahn. Und wir haben schon erhöhte chronische Entzündungswerte. Wir können nur diesen Weg gehen, dass wir es beseitigen. Anders gibt es das nicht. Ja. Und letztlich können wir nicht alle zahnlos machen. Ja. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Wenn wir also alle Pathogene, sprich beseitigen, ja, dann bedeutet das ja auch, dass wir nicht nur einen wurzelkanalbehandelten Zahn extrahieren müssen, sondern das System wird möglicherweise von 2, 3, 4 Zähnen entfernt oder belastet. Und wenn wir dort diese Zähne entfernen, bedeutet es gleichzeitig, und wir würden keinen Ersatz einbringen, möglicherweise durch ein Implantat, dann wird auch in unserem Denken der Meridian, der jeden Zahn auch mit durchzieht, nicht getriggert mehr. Ja, das hat wurde auch mal getestet, dass man sieht, Mensch, nicht nur, dass zahnmedizinisch der Knochen zurückgeht, wenn ich ein Areal nicht belaste. Ich kann natürlich auch über eine Brückenkonstruktion versorgen, aber ich gebe keine Kaukraft mehr ein und dann geht der Knochen zurück. Und das verkümmert auch der Meridian. Denn unsere Zähne sind ja nicht nur zum Kauen da, ja, und dass es ein bisschen hübsch aussieht, ja. Sondern wenn wir in der Nacht unsere Zahnkontakte haben, dann dient es dazu, dass das lymphatische System aktiviert wird. Und das ist die einzige Chance in der Nacht, dass unser Gehirn gedetoxed wird, ja, also entgiften kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wieder Kraft in den Kiefer einbringen, damit das Ganze stimuliert wird. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich vorhin gesagt habe, hey, wir ziehen den Zahn und ich glaube, über 90% setzen Titanimplantate, aber Titan macht auch eine Entzündungsreaktion und kann diese unterhalten. Was nehme ich dann? Und so war für mich in der weiteren Ausbildung das Mittel zum Zweck, sprich das Keramikimplantat, der Game Matcher sozusagen, ja, den ich dann implantieren kann. Und ich kann ihn natürlich auch sofort implantieren, weil ich mit einmal alle Störfaktoren beseitigt habe, das System entlastet habe. Und es gibt halt für die Natur auch keinen besseren Zeitpunkt, als in diesem Zeitpunkt zu implantieren. Warte ich wieder im klassischen Sinn, kaufe ich mir wieder einen Knochenabbau ein. Ja? Natürlich geht es nicht in jeder Region, ja, aber in doch weit über 80% der Fälle können wir Störfaktoren beseitigen und wir können den Patienten elegant nur in einer Operation sofort wieder implantieren. Und das ist natürlich neben dem monetären Aspekt, aber auch ein Thema des Ausfalls, ja, dass der Patient nicht 2, 3 Mal zu einer Operation geht, mit einem insuffizienten Zahnersatz in der Zeit sich arrangieren muss, sondern es ist auch eben dann Lebensqualität, die wir erreichen. Neben der Gesundheit. Also wenn ich jetzt richtig verstanden habe, also die Brücke, kein adäquater Ersatz, gerade was die Meridian-Stimulation angeht. Und das finde ich gerade total spannend, weil ich das schon kenne aus der TCM, wenn wir jetzt irgendwo kratzen oder wenn wir irgendwo diesen Juckreiz haben, dass wir dann ja so eine Stimulation von Meridian vornehmen. Aber dass es über die Zähne passiert, finde ich gerade mega spannend. Und heißt ja für mich, ich müsste wirklich jeden Zahn, den ich ziehe, auch durch ein Implantat ersetzen, um wieder an die Stelle diesen Beißdruck zu bekommen. Ja, also muss man etwas differenzieren? Ja, im Prinzip ja, aber ein Meridian wird über 2 Zahnpaare stimuliert. Das heißt,
nehmen wir Oberkeeper 4 und 5, mhm. ja, dann wird es praktisch über diesen Meridian, werden beide Zähne stimulieren, den Meridian. Mhm. Also hier wäre es, wenn es eine kleine Brücke ist, sicherlich eine Alternative, wenn sie metallfrei mhm. ist. Ja. Aber wir wissen auch nicht, wenn wir Zähne beschleifen, ob wir dann wieder in dieses gleiche Pool reingehen. Es ist eine Substanzopferung. Der Zahn kann sagen, das war mir zu viel, ich sterbe ab. Ja, und dann haben wir ein viel größeres Problem, weil dann zwei Zähne fehlen. Insofern, wenn es ist auch ein monetärer Aspekt, wenn man es sich ermöglichen kann, ist natürlich das Implantat nicht das Mittel zum Zweck, die Lücke zu füllen. Das kann man mit einer Prothetik, sondern für die Gesundheit beizutragen, sicherlich das bessere Tool. Ja. Es wurde bis vor ein paar Jahren noch behauptet, dass so ein Keramikimplantat überhaupt nicht einwachsen kann, weil eben dieser Entzündungsprozess fehlt. Also das ist ja auch so die alte Lehrmeinung, dass man sagt, wir brauchen diesen Entzündungsprozess gerade durch das Titan etc., damit es hält. Ich habe jetzt selber auch was anderes erleben dürfen, also bei mir in der Praxis, auch bei von Ihren dokumentierten Fällen und jetzt bei mir selber auch, dass ich das irgendwie, also dass es mit Keramik auch funktioniert. Also was sind da Ihre Erfahrungen jetzt aus Ihrer Vergangenheit, die Sie mit Keramik? So alt ist es noch gar nicht. Also ich würde mich zumindest nicht so alt einschätzen. Ich habe das auch noch in der Uni gelernt und ich sehe heute noch die Folie, dass wir angeblich ein anderes, gar keine Verbindung haben. Mhm. Das ist wirklich obsolet. Also wir haben, wir haben ein anderes Knochenwachstum. Das heißt, es wächst nicht nur ran, sondern es verbindet sich sogar. Ja, wir haben ein lamelläres Wachstum, was das die bessere knöcherne Struktur ist. Das kennen wir alle von Frakturen, also von Brüchen, wo auch erstmal das Ganze durchdrungen wird von der einen zur anderen Seite. Und im Vergleich zu einem Heranwachsen, was wir beim Titanimplantat haben, wir nennen es appositionelles Knochenwachstum, das haben wir bei Keramik nicht. Wir haben ein Verbund. Ja. Insofolge ist es ein besseres eine bessere Struktur, ein besserer Verbund des Keramikimplantates. Aber was in den Köpfen so drin ist, sind einfach die Erfahrungen, die, ich meine, 74 war das, glaube ich, mit dem Tübinger Implantat. Da hat man gesagt, Mensch, für den Frontzahn nehmen wir mal was Hübscheres, nehmen wir vielleicht ein Keramikimplantat. Und man hat sich orientiert am Design und ein bisschen an der Festigkeit von Titanimplantaten. Hm. Und das Titanimplantat ist einfach in den meisten Fällen ein Zylinder. Es hat wenig Gewindegänge, ja, oder nicht so tiefe. Hm. Und ist ungefähr 350 Megapascal in seiner Biegefestigkeit. Und dann hat er gesagt, Mensch, Keramik kennen wir alle. Ich übertreibe jetzt ein bisschen aus der Küche, aber wir legen eine Schippe drauf in der Festigkeit. Das war nicht ausreichend. Und das ist in den Köpfen auch von vielen Zahnärzten noch drin, dass man sagt, die brechen schnell, die heilen nicht gut ein. Aber der Werkstoff Keramik, so schön wie er ist immunologisch neutral. Das heißt, er macht keine Fremdkörperreaktion, hat eben auch den Nachteil, dass ich ein starkes Gewinde haben muss. Wir kennen das aus der Raumfahrt. Er leitet schlecht Wärme ab. Wenn ich also was in den Knochen hineinbringe, eindrehe, entsteht Wärme und die muss abgeleitet werden. Mhm. Und wenn das nicht geschieht, habe ich natürlich eine Erhitzung, eine Nekrose im Knochen. Und das führt natürlich zu einer verstärkten Nichteinheilung. Und da hat sich sehr viel getan auf dem Markt. Also es sind ja auch immer mehr Firmen, auch Titanfirmen, die immer mehr Keramikimplantate konstruieren. Mhm. Und wir arbeiten halt in der Praxis mit dem Marktführer und der schon über weit über 20 Jahre das konzipiert hat, ein spezielles Design, eine spezielle Struktur und sind natürlich super happy, weil wir dann ein Implantat haben, was auch uns gerecht wird, wo wir ästhetisch arbeiten können, aber eben auch zur Gesundheit beitragen können. Mhm. Ja. So. Jetzt haben wir schon ganz viel geredet über Implantate, Zahnersatz. Also wenn sozusagen das Kind schon sehr tief in den Brunnen gefallen ist. Ja. Es gibt jetzt auch viele Menschen, und so fing eigentlich mein Hauptding damals an. Es war noch gar nicht die Wurzel, sondern einfach nur gefüllter Zahnamalgam. Und da gehen ja immer noch die Meinungen weit auseinander. Also manche sind wirklich so radikal, sagen, mir kommt kein Amalgam mehr in den Mund. Die Kasse zahlt es, glaube ich, immer noch, als das ist immer noch State of the Art, diesen Ersatz zu machen. Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Ja, ich hatte Gott sei Dank als Oralchirurgin schon mal gar nicht, dass ich Füllungen lege. Aber ich hatte auch während meiner Ausbildungszeit, auch in der Uni, ich habe nie Amalgamfüllungen legen müssen. Ich habe sie mal am Phantomkopf
ja, üben dürfen, aber mehr auch nicht. Grundsätzlich ist es leider so, dass es Deutschland, es gab eine Kommission von der EU, wo entschieden werden sollte, Deutschland wollte aus dem Amalgam heraus. Das sollte bis 2020 entschieden werden. Leider ist dort ein fauler Kompromiss geschlossen worden, dass man sagt, für Kinder bis zum 18. Lebensjahr, Schwangere und Stillende, sollte es nicht verwendet werden. Ja, weil es dann toxisch ist, ja, und für alle anderen ist es legitimiert. Das heißt, wir haben diesen Sprung leider nicht geschafft. Und es ist absolut richtig, wenn, und das ist unsere Lehrmeinung, die von den Universitäten getragen wird und uns sozusagen vermittelt wird, dass wir mehr Quecksilber aufnehmen, wenn wir Seefisch essen, ja, als wenn wir eine Amalgamfüllung legen. Das ist für den Moment absolut richtig, aber man muss es weiter denken. Ja. Die Amalgamfüllung habe ich 24/7 Jahre in meinem Mund. Den Seefisch esse ich in diesem Moment. Und auch da kennen wir, wenn wir in Regionen fahren, und wenn es Kroatien ist und wir nur die kleinen Fische essen und mal vorher und nachher unser Blut anschauen, dass wir eine viel, viel höhere Belastung schon nachweisen, nur durch den Fischkonsum ist korrekt. Aber die Amalgamfüllung ist eben deutlich länger bei uns, als was wir dem Fisch essen. Also ich esse nicht 24/7 Fisch, ja, schon mal gar nicht, aber nicht in dieser Weise. Und ich glaube, das sagt unser gesunder Menschenverstand, dass wir die Dinge hinterfragen müssen, wie sie gemeint sind. Ja, beide Aussagen sind richtig. Die WHO hat recht. Und auch das, was nur zitiert wird. Aber der Patient hat halt ewig die Füllung drin. Und es ist ein Neurotoxin. Ja, es hat ja nicht nur diesen Aggregatzustand, dass es fest ist. Wir haben einen gewissen Partikelabrieb, den wir wieder runterschlucken. Dann sind wir wieder in der Entzündungsreaktion, möglicherweise am Darm. Aber es vergast auch. Und es gerade 50% enthalten sind Quecksilber. Das geht durch die Blut-Hirn-Schranke, das ist nachgewiesen. Schwangere sind auch nicht geschützt oder ihr Embryo ist nicht geschützt, weil es durch die Plazenta durchgeht. Ja? Und das ist einfach, da gibt es Studien, die beweisen, dass Neugeborene höhere Werte als Bergmänner haben, wenn die Mutter mehrere Amalgamfüllungen hat. Ja. Und deine Mutter entgiftet sich halt immer in ihrer Schwangerschaft über die Kinder. Ja. So, also das ist der Punkt und hier muss man ansetzen, dass man eben erst recht von Materialien, die eben diese Toxizität aufweisen, dass man die überhaupt nicht mehr verwendet. Viele Länder sind da Vorreiter. Wir sehen es an Russland. Ja. Russland hat seit den Ende 70er Jahren, Anfang 80er Jahren gar kein Amalgam mehr. Auch in Amerika ist es State of the Art, dass es ist nicht verboten, aber es steht zumindest in den Zahnarztpraxen drin, wenn du dieses Material verwendest, dann ist es eine neurotoxische Wirkung, bis hin zu embryonalen Schäden kann es führen. Also die sichern sich sowieso anders ab, die Amerikaner, ja. Aber dort wird es auch so gut wie nicht mehr verwandt. Ist die Bewusstsein schon sehr, sehr anders da als bei uns, ja. Wenn ich es richtig verstehe, ist ja auch das Problem, nicht nur, wenn ich das trage, also Sie sagten schon, 24/7 entfaltet es halt seine Wirkung. Das ist ja nach meinem Verständnis noch die geringste Belastung, die wir mit uns tragen. Also es kommt ja irgendwann auch zu der Situation, dass wir es entfernen lassen müssen. Ja. Bei mir war es also so, dass dann ein Freund sagte, also Zahnarzt, du komm einfach noch Freitag fix vorbei, ich mache dir das noch raus. Ja. Und ich war natürlich in meinem Unwissen, bin ich dahin und dachte, hey, super, der löst mein Problem noch, das zieht da rein, ich kriege da irgendwie schnell eine Lösung hin, hat das dort fix rausgebohrt und dann war für mich scheinbar alles gelaufen, oh toll, ich bin das Amalgam los. Aber das war eigentlich der Moment, wo alles anfing und ich vermute mal, das ist kein Einzelfall, oder? Ja, so ist es. Also wenn man keine Schutzmaßnahmen hinzufügt zu dieser Entfernung, ja, dann kann man von Glück sprechen, wenn man nicht in die Intoxikation geht. Ja? Weil ja noch mehr Späne etc. in den Organismus gelangen, mehr freigesetzt wird. Und deswegen, jeder biologisch tätige Zahnarzt wird es niemals tun, sondern es gibt einen Sechsfachschutz, den wir postulieren. Das bedeutet, dass ein spezieller Kofferdamm, also kein gewöhnlicher, mit dem wir Kunststofffüllungen absolut trocken legen, damit wir sie inserieren können, durchführen, sondern es ist ein spezieller Kofferdamm, der praktisch die Gase abhält. Darüber kommt ein kleiner Sauger, ja, ein Klinschick-Absauger, und nur darüber bohrt der Zahnarzt. Das ist wahnsinnig viel in dem Mund des Patienten, ja, und es ist
für beide Seiten sicherlich auch eine gewisse Anstrengung. Aber wir nehmen dann einen Bohrer, mit dem wir große Stücken, ein Hartmetallbohrer, also keinen Diamanten, wo wir noch mehr pulverisieren. Mhm. Große Stücken werden entfernt. Mhm. Der Patient trägt unter dieser Zeit eine Goldmaske, weil das haben wir alle gelernt in der 7. Klasse. Es gibt eine Spannungsreihe von Metallen, ja, und das Höherwertige zieht dem Niederwertigen die Ionen heraus. Das heißt, sollte unter diesen Schutzmaßnahmen doch was entweichen, dann atmet der Patient das nicht wieder ein. Es geht sofort durch die Blut-Hirn-Schranke, sondern er trägt eine Goldmaske, die das bindet. Ja. Und wir legen hier noch eine Chlorella-Einlage ein. Das heißt, der Zahn, wenn er sauber ist, und hier teste ich auch nochmal kinesiologisch, ob dem so ist oder ob, auch wenn wir makroskopisch keine Partikel mehr sehen, denn den Kleinen, wir hatten vorhin das Thema mit den Wurzelkanälchen, genauso ist unser Zahn mit den Team-Tubulis, also auch kleine Kanälchen versehen, die uns einfach den Reiz auch geben, heiß-kalt, ja. Und genauso kann dort eben das Quecksilber und Bestandteil des Amalgams hinein diffundiert sein. Deswegen legen wir nach der Testung, wenn die clean ist, die kinesiologische Testung, und der Indikatormuskel eben nicht mehr geschwächt oder hyperreaktiv ist, Chlorella ein, lassen das bitte in diesen Zahn einwirken und geben auch dann nur einen provisorischen Verschluss. Mhm. Und unser extra Tool ist einfach, dass wir dann nach der zahnärztlichen Behandlung einen Detox, ein Ionenfußbad durchführen, wo wir die ersten Gifte komplett schon ermöglichen, dass sie sich entleeren können. Mhm. Ja. Und dieser provisorische Verschluss, also um noch so ein Ausgasen des Zahns dann zu ermöglichen für die nächste Zeit, oder? Korrekt. Wenn man also, es gibt ja viele, die sagen, oh, schnell zwei Sitzungen und ich habe dann mein Gold, weil es ja vielleicht das bessere Material ist, ja, und nicht in dieser Toxizität vorliegend ist, sofort einsetzen lassen, dann haben wir ein Problem, weil der Zahn niemals entgiften kann. Es wird hermetisch wie eine Glocke abgeriegelt. Ja. Ja. Und das machen wir halt nicht, sondern wir geben wirklich Provisorien, geben dann den Patienten zum Co-Therapeuten, der sich bitte um die systemische Entgiftung, weil weiße Zähne sind schön, aber wir müssen dann das System, sprich den Menschen entgiften, wir müssen ihn begleiten, denn unser Körper ist ja in einer Homöostase. Wenn ich also was wegnehme, kann erst das nächste nachkommen. Das heißt, aus dem Bindefettgewebe, zentralen Nervensystem, haben wir dann erst die Chance zu entgiften. Mhm. Umgedreht, unterliegenden Amalgamfüllungen können wir nur das, was frei zur Verfügung ist, schon mal binden, sei es Chlorella oder Zeolite oder andere Tools. Aber wir werden niemals in die Tiefe gehen, weil wir sonst eine Umverteilung durchführen. Ja, sogar vielleicht möglicherweise, wenn sehr viel Koriander unterliegenden Amalgamfüllung gegessen wird, zentralisieren wir es sogar noch, ja, und schieben es ins zentrale Nervensystem. Mhm. Und das ist absolut also notwendig und indiziert, dass man Amalgamfüllung ausschließlich so entfernt. Mhm. Also müsste eigentlich der Standard sein in Deutschland. Ja. Wird aber wahrscheinlich nur zu einem Bruchteil so durchgeführt, oder? Ja, erstens in der Verhältnismäßigkeit, wie viele Zahnärzte sich dessen bewusst sind. Mhm. Viele legen ja leider noch Amalgamfüllungen, ja, weil es eben das billigste Material ist, ja, und weil es die Kasse bezahlt. Und weil der Patient vielleicht auch gar nichts investieren will. Aber dann muss man über diese Dinge aufklären, und weil es eben vom Gesetzgeber legitimiert wurde. Mhm. Ja, die Einschränkung betrifft eben nur eine sehr, sehr kleine Gruppe. Mhm. Ja. Was kann denn jemand machen, der jetzt vielleicht auch gerade zusieht und so diese Bewusstheit kriegt, so, boah, da wurden mir schon 2, 3 Amalgamfüllungen entfernt. Jetzt habe ich das vielleicht alles in meinem System schon. Ist dann das Kind ein für alle Mal im Brunnen gefallen, oder gibt es da Methoden, um nachträglich auch noch eine Verbesserung zu erzielen? Also einerseits zahnmedizinisch, aber andererseits auch vom Detox-Aspekt. Habe ich da noch eine Chance? Ja, genau. Also die Reinheit oder die Quelle muss erstmal gestoppt werden. Also da ist man bei einem biologischen Zahnarzt oder ganzheitlichen Zahnarzt, der genau dieses Protokoll anwendet, erstmal richtig aufgehoben. Das ist das Fundament, ja, dass die Quellzufuhr gestoppt ist. Und dann brauchen wir Co-Therapeuten. Ob es Heilpraktiker sind, ob es Ärzte sind, ja, die einfach sich auf Entgiftung spezialisiert haben, damit sie den Körper adäquat entgiften können. Und das geht nicht von heute auf morgen, ja, sondern es braucht eine gewisse Zeit. Ich hatte einen Patienten, der kam
erst nach 2 Jahren wieder, erst dann konnten wir weitermachen, aber dann war erst die Quecksilberbelastung reduziert. Und ich will das gar nicht bewerten. Es gibt verschiedene Tools. Der eine chelatiert, der andere geht über Supplementierung, über Chlorella und Zeolite. Alle haben sie ihre Befürwortung, ja. Und jeder muss dann auch sehen, was kann ich in mein Leben einbringen. Ja, welcher Weg ist für mich der richtige? Ob ich jeden Tag Chlorella esse, wobei das ein Superfood ist und unabhängig einer Quecksilberbelastung super ist für unseren Organismus. Ja. Ja, aber das entscheidet dann der Co-Therapeut gemeinsam mit dem Patienten. Ich glaube, dieses Thema Geduld ist wirklich so ein ganz wichtiges Stichwort. Ich habe bei mir selber gemerkt, ich habe erstmal Jahre noch gesucht, was es überhaupt sein könnte und habe dann wirklich radikal nochmal Ernährung umgestellt. Es hat ja trotzdem 1,5 Jahre gebraucht, bis ich diese Hautsymptome dann losgeworden bin. Ja, also ich habe alle möglichen Sachen vorher schon probiert und Hinz und Kunz hat da Substitutionsvorschläge gemacht, die ich alle getestet habe, alle so für ein halbes bis dreiviertel Jahr checken, macht das was? Nee, macht nichts, das nächste. Und das Letzte, was eigentlich dann für mich diese Lösung gebracht hat, also mit Detox-Smoothies und mit Selleriesaft jeden Morgen trinken und also einem bestimmten Protokoll von Ernährung und dann trotzdem noch mal 1,5 Jahre durchhalten, bis die Beschwerden wirklich komplett weg waren. Ich habe zwar nach einem halben Jahr schon gespürt, das macht jetzt erstmalig wirklich was, aber das, glaube ich, dieses Geduldsspiel schon ganz oben anzusetzen. Ja, es fordert Geduld, das ist richtig. Und aber der größte Posten ist, und er beginnt hier im Mund, ist, dass man dort den Ballast abwirft. Den Herd erstmal zu entfernen. Korrekt. Ja. Egal, was es ist, aber dort muss man ansetzen, weil alles andere, so wie die Erfahrung ist, es gibt sehr viele gute Geschichten, die man sich schon, und sei es über die Ernährungsumstellung, sei es über die Supplementierung, aber es ist nicht adäquat, mit einem riesen Beutel erstmal sich auf dem Tisch auszubreiten und das sind meine Supplements, sondern ich muss erstmal die Ursache angehen und erst dann erreiche ich auch viel, viel mehr mit einer Supplementierung und auch mit einer Ernährungsumstellung. Ja, das sind alle wichtige Parts, aber sie alle bringen erst den Benefit. Was für mich in der Zeit auch noch spannend war, dass ich für mich selber noch ein ganz anderes Befinden oder Empfinden bekommen habe. Ne? Also ich würde es vielleicht am ehesten so beschreiben, solange ich dann diese ganzen Füllungen auch diesen wurzelbehandelten Zahn noch drin hatte, war mein System wie so ein Stück abgestumpft. Ne? Ich war wie nicht richtig aufnahmefähig. Also es ist, man sagt auch gerne, man hat so ein Brain Fog. Ne? Also so es fühlt sich vernebelt und schnell müde, abgeschlagen. Also meine Leber hat unheimlich reagiert in der Zeit. Und das war natürlich auch eine Sache, wo ich dann eher internistisch geschaut habe, ne? Oder auch mal beim Neurologen eingefragt habe, was ist denn da eigentlich, was Doppelbildern, wie gesagt, dieses Verblendetsein. Aber vor allem diese Müdigkeit war eigentlich das Brutale, dass ich mittags mich unbedingt hinlegen musste, um überhaupt wieder arbeitsfähig zu sein. Und ich hätte das also vom Gefühl her nie auf den Zahn beziehen können. Jetzt im Nachhinein merke ich nur so, wow, was hat das nochmal für Türen geöffnet, als ich irgendwann diesen Schritt gemacht habe, mich dort zu befreien von dieser Beherrung. Deswegen interessiert mich jetzt auch gerade noch das Thema, wenn wir schon bei diesen chemischen Einflüssen sind, physikalisch-chemischen Einflüssen, was jetzt zum Beispiel die Fluoridierung angeht. Also ich verzichte zum Beispiel aus dem Grund auch seit 3 Jahren jetzt auf fluoridhaltige Zahnpasta, weil ich keine Lust habe, mir die Zirbeldrüse dazu zu packen und merke auch, dass ich wirklich dadurch mich wie wacher fühle, wieder mehr im Alltag, mehr Intuition habe, also mehr tiefes Gefühl für mich. Was halten Sie davon? Ja, also ich glaube, da brauche ich nur das Lancet, was eines der wissenschaftlichen Papers ist, die es auf der Welt gibt, zu zitieren. Und sie sagen ganz klar, Fluoride sind Neurotoxine. Ja. Mhm. Da sind wir gleichgesetzt. Es gibt auch keine Publikation, so wie es uns suggeriert wird, dass wir sagen, ein Fluorid härtet den Zahn. Das ist medizinischer Nonsens. Ja. Es gibt da wirklich auch keinen wissenschaftlichen Beweis. Denn woraus besteht denn unser Zahn? Ja? Wenn wir uns die Strukturen mal anschauen, Hydroxylapatit, Calcium, Magnesium, das sind die Dinge, die unsere Stärke für das Zahnmaterial ausmachen. Mhm. Und wenn ich dort, egal durch was, sei es durch Metalle, Stress habe, die mir gleichzeitig Dinge rauben, ja, Mineralstoffe, dann gehe ich in ein Defizit. Ja. Und das ist auch nicht modern, was ich jetzt hier gerade sage. Das ist über 100 Jahre alt. Das hat Weston Price gemacht und sein Vorgänger, der Melvin. Die haben ganz klar bewiesen, wenn ich eine Dysbalance zwischen Calcium, Phosphat, Magnesium habe,
dann habe ich natürlich auch eine höhere Präferenz für eine Kariesläsion. Ja. Und dort müssen wir ansetzen, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist. Und ob es das Brötchen ist, auch Weston Price hat ja geschaut durch Studien in Naturvölkern, ja, oder auch in der Schweiz, die, weiß Gott, keine gute Mundhygiene haben, ja, aber sie haben sich artgerecht ernährt, ja, das war das Erste, und sie hatten gute Mineralstoffe. Und damit hatten sie viel, viel weniger Karies als zum Beispiel die Schweizer, die schon mehr in den Städten gelebt haben. Mhm. Und das muss, glaube ich, wieder ins Bewusstsein rein, dass wir uns artgerecht, wie wir Menschen sind, ja, sowohl in die Ernährung begeben, als auch für uns Zahnärzte in diese Rekonstruktionen, damit wir eben nicht stressen. Mhm. Denn ein Schwermetall oder ein Neurotoxin, bleiben wir vielleicht mal beim Quecksilber, führt dazu, dass unsere Enzymaktivität, unsere SOD, das ist die Superoxid-Dismutase, meinen Kindern zu Hause würde ich sagen, eine muss Müll rausbringen. Und das wäre praktisch, wenn eine Zelle produziert, muss sie sozusagen auch den Ballast loswerden. Und das unterstützt praktisch die SOD. Die verdrängt einfach dort mal Selen. Ja? Also Quecksilber verdrängt Selen. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir eh schon in einem Selenmangelgebiet leben, wenn wir mit so viel Amalgamfüllungen dort ein Problem mit unserer Schilddrüse entwickeln. Ja? Und das Gleiche ist eben für das Neurotoxin Fluorid. Ja? Es ist haargenau identisch. Es macht uns starr. Es verlangsamt uns die Regulation. Und warum werden wir dann müde? Warum ist das so? Weil wir einfach wahnsinnig viele Immunzellen aktivieren. Und neben den Nervenzellen brauchen unsere Immunzellen das meiste ATP. Das ist immer, wenn wir, ich glaube, in der Schule haben wir es auch mal gelernt, wir im Studium etwas intensiver, den Zellstoffzyklus, den Zitratzyklus uns anschauen. Und das ist, glaube ich, wie wir funktionieren, welche Mineralstoffe wir benötigen und was am Ende geliefert werden soll, nämlich Energie, dass wir Energie haben für den Tag, dass unsere Muskelkraft da ist, dass wir denken können etc. Es braucht alles ATP, so nennen wir das Adenosintriphosphat. Und wenn ich eine permanente Entzündung habe, ja, die durch diese Stoffe unterhalten wird, dann raubt es mir Energie, dann wäre ich schlapp und müde. Ja, das ist das Problem von chronischen Entzündungen. Das klingt so brutal einleuchtend. Ja, das ist, immer die Komplexität, die einmal durchdrungen werden muss, ja, und dann wird es ziemlich einfach. Ja. 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 Ich bin gerade baff, aber es bringt wirklich ganz, ganz viele Dinge auf den Schirm, denen wir hier in unserer westlichen Welt irgendwie immer so hinterherrennen. Ja? Also wo wir merken, da wären so vielleicht auch künstlich, ja? Vielleicht auch, ich möchte niemanden unterstellen, dass er das bewusst macht, aber es passiert einfach aus so einer Gewohnheit heraus vermutlich. Weil wir eben auch so konditioniert sind, wie bisher versorgt wurde, dass wir einfach uns mit bestimmten Dingen arrangiert haben, die als normal erachtet haben und nie wieder uns die Mühe gemacht haben, wirklich in Frage zu stellen, was ist da zuträglich für unser System, was beraubt uns da eher. Ja. Spannend. Genau, es ist ja auch, wenn ich sage back to the nature, ja, dann ist das, wir können nicht alle in den Busch ziehen und das ist auch nicht adäquat und das wollen wir auch alle nicht. Aber wir sollen vielleicht eine gewisse Sensibilisierung erfahren, welche Dinge für unser Wesen, und der Mensch toleriert sehr viel, ja, aber irgendwann kippt es eben. Und dann müssen wir darauf achten, dass wir weg von diesen pathogenen Strukturen kommen und dennoch aber auch nicht wieder in einen Stress verfallen, dass wir sagen, oh Gott, jetzt kann ich mich nur so ernähren und das kann ja auch stressen. Es muss leicht gehen, ja. Und wenn wir 80% uns ganz gut ernähren, ganz gut auf unsere Gesundheit, uns bewegen vor allen Dingen, ja. Wir sind ja früher auch erst gelaufen, bevor wir was zu trinken hatten und da haben wir zwischen die Beeren gesammelt, ja. Und wir setzen uns nicht immer oder ins Auto fahren, halten beim Bäcker an etc. Wenn wir das beachten, dass wir ein bisschen mehr Artgerechtheit haben und da will ich noch gar nicht von der Handynutzung reden, die wahnsinnig dort mit eine Rolle spielt, ja, dass wir uns schützen, dann haben wir schon einen großen Stein bewegt, dass wir gesund bleiben, aber auch zur Gesundheit wieder führen. Schön, das klang schon nach einem tollen Fazit.
Sonst hätte ich jetzt noch die Frage gestellt, wollen Sie was mitgeben? Aber es war jetzt eigentlich alles drin, was wir dafür brauchen. Und auch diese, vielleicht als abschließendes Ding, ich sitze jetzt hier davor und merke so, boah, da sind so ganz viele Baustellen, die ich für mich gerne angehen möchte, wo ich nochmal nachschauen möchte, ob es für mich noch ein Potenzial gibt, um eben diesen Beschwerden da auf den Grund zu gehen. Was kann ich machen, damit ich sie finde, damit ich einen Zahnarzt finde, der sich auf diese Art und Weise damit beschäftigt? Also was wären so die Red Points, wo ich sage, das muss unbedingt drinstehen, auch in der Website, das muss ich dort vorfinden, um sicher zu gehen, diese Kompetenz zu bekommen. Genau, also ganz wichtig ist für uns, oder würde ich sagen, dass es ein biologischer Zahnarzt ist, ja. Was mich ja dennoch von dem Großteil ganzheitlicher Zahnärzte unterscheidet, ist, dass ich eben auch damals weltweit die erste Oralchirurgin war, die sich also als Chirurgin diesem Thema geöffnet hat, ja, dass wir da eine Lösung haben auf chirurgischer Ebene. Denn der Zahnarzt alleine wird vielleicht die Füllungen legen können, ja, und wird das austauschen können, aber er wird in die Komplexität dieser Fälle, und die sind komplex, ja, es ist selten ein Zahn, ja, es sind meistens noch Entzündungsprozesse, das heißt, man ist gut beraten, dass man zu einem Chirurgen geht oder biologisch tätigen Chirurgen. Es sollten natürlich auch die Themen drin sein, wir sanieren Amalgam, wir beraten Sie im Hinblick auf metallfreien Zahnersatz, ja. Wenn jemand also Metalle befürwortet, ist es sicherlich nicht der richtige Zahnarzt, auch wenn ganzheitlich vielleicht draufsteht, ja. Und es macht auch immer Sinn, wenn ein Nachweis ist, dass man auch von der Immunologie, sag ich mal, Bescheid weiß, dass also gewisse Dinge auch abgefordert werden können an Fachwissen. Denn das ist genau der springende Punkt. Es fehlt und mangelt an dieser Durchsetzung des Fachwissens, sich sowohl das anzueignen, aber dann eben auch durchzuführen, damit wir Vergleiche haben, ja, damit wir auch sehen, wir haben davor eine Belastung und wir haben es entfernt und wir haben dich entgiftet und wir haben das System wieder reduzieren können und eben regulieren können und das mit adäquaten Nachweisen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst bleiben wir anderen Zahnärzte immer angreifbar, ja, weil man das eben sehr schnell in die Ecke schickt. Und das wäre wichtig für Patienten, die uns eben suchen. Schön. Ich wäre so frei, dann Ihre Adresse mit reinzuschreiben. Sehr gerne. Für alle, die sich da interessieren, können dann gerne auf den Link unten klicken, beziehungsweise in der Beschreibung ist es dann zu finden, wo Frau Sabine Hutfilz anzutreffen ist. Und dann herzlichen Dank für das Gespräch. War wirklich nochmal Horizont erweiternd. Also dort, dass ich mich schon viel damit beschäftigt habe, aber kamen noch viele neue Aspekte. Also ganz herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Und es ist eine Art Mission, sozusagen das in die Welt zu tragen. Und ich hoffe, dass wir viele erreichen, die sich selber sozusagen dann auch darum kümmern. Ja. Wunderbar. Vielen Dank. Bis dahin. Danke auch. Das war eine Folge aus dem Podcast für eine moderne und integrale Gesundheit. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Gerne kannst du auch den Kanal abonnieren, um zukünftig alle wichtigen Beiträge für deine Gesundheit zu erhalten. Danke, es ist schön, dass du dabei bist.